Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen Heiß Kolloquium Innovation Talk. Heute zur Neurobiologie Lernens. Mein Name ist Michael Totzek, ich komme von der Zeiss Forschung und habe das Vergnügen, heute die Veranstaltung zu moderieren. Mit Privatdozent Dr. Max Happel, Hirnforscher am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg, haben wir einen ausgewiesenen Experten der biologischen Grundlagen des Lernens heute als Vortragenden. Max Happel studierte Biologie und Neurowissenschaften in Frankfurt am Main und in Magdeburg und promovierte zur Neurobiologie des Lernens. Nach Forschungsaufenthalten an der Universität Oxford leitet er heute am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg die Arbeitsgruppe CORD-Explorer und erforscht zusammen mit einem interdisziplinären Team aus Biologen, Psychologen, Molekularbiologen, Mathematikern und Informatikern das Thema Lernen und Gedächtnis. Auch wenn die Veranstaltung digital stattfindet, übrigens zum ersten Mal, und wir hoffen sehr, dass alles klappt, haben wir einen viertelstündigen Frage-Antwort-Block nach dem Vortrag. Bitten Sie Ihre Fragen unter dem Reiter Q&A ein. Das Icon sind zwei Sprechblasen, eine mit einem Fragezeichen. Das können Sie schon während des Vortrags tun. Ich werde die Fragen an Max Happel weitergeben und wir werden dann im Nachgang darüber sprechen, wenn die Antwort hören. Aber jetzt geht es los. Herr Happel, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, lieber Herr Totzek, liebes Zeiss-Team, ich möchte mich wirklich sehr, sehr herzlich für die Einladung heute hier zum Innovation Talk bedanken. Unser erster Anlauf ist ja nun fast ein Jahr her. Mein Besuch in Oberkochen wurde damals quasi korrodiert und auch den Nachholtermin haben wir schließlich abgesagt. Und jetzt sind wir hier zusammen in dieser virtuellen Umgebung, die aus meiner Sicht eins zeigt. Wir Menschen sind unglaublich anpassungs- und auch lernfähig. Und wer hätte gedacht, dass die Reichweite einer solchen Ankündigung jetzt zu einer so großen Zahl an Anmeldungen führt? Und darüber freue ich mich sehr. Ich bin schon sehr gespannt auf unseren heutigen Austausch zum Thema Zukunft des Lernens. Über Lernen gibt es viele öffentliche Diskussionen im Rahmen von Schule, Bildung, im Rahmen von Erwachsenenfortbildungen, persönlicher Entwicklung und auch die Art und Weise, wie Technologie unser Lernen und Arbeiten beeinflussen. Unser heutiges Setting hier im virtuellen Raum zeigt schon eines: Lernen ist auch ein lebenslanger Prozess. Und ich möchte mit Ihnen heute einen Blick aus meiner Brille als Lern- und Hirnforscher werfen auf die Zukunft des Lernens und Sie auch zu einer Selbsterfahrungsreise mit hoffentlich ein paar Wiedererkennungswerten aus Ihrem privaten, aber auch beruflichen Alltag einladen. Zum Start möchte ich Sie mit dieser wabbeligen Masse zwischen unseren Ohren mal etwas vertraut machen, soweit das denn, ich sag mal, möglich erscheint. Denn obwohl unser Gehirn aus nur etwa 1,5 Kilo weitgehend Wasser, Eiweiß und Fett besteht, so stellte schon William O'Brien fest, dieser Raum ist der wohl am wenigsten verstandene Raum auf der Welt. Und ich denke, das ist auch heute noch der Fall, trotz vieler Erkenntnisse, die wir Hirnforscher und Neurobiologen in den letzten Jahrzehnten erreicht haben. Und ich möchte Sie heute ein bisschen mit auf eine Reise nehmen in 4 Etappen. Zunächst schauen wir mal auf ein paar ganz, ganz grundlegende Fragen, wie unser Gehirn eigentlich arbeitet. Ich möchte dann schauen, wie das Thema Unsicherheit für uns Lernforscher, warum das so essentiell ist und den Zusammenhang auch zum Thema Motivation darstellen. Schlussendlich laufen verschiedene Rahmenbedingungen, welche wir in unserem Leben wahrnehmen, zusammen und bedingen Lernen. Und aus diesem Gelernten entsteht Verständnis. Und wir werden auch betrachten, dass das kein passives oder akkurat gespeichertes Archiv an Allgemeinwissen ist, sondern es entsteht im Zusammenhang mit und im Austausch mit anderen Menschen, was letztlich den Schlusspunkt des Vortrags dann darstellen soll. Starten wir mal mit einem ganz allgemeinen Blick auf das Gehirn und auf die gemeinsame Grundlage, die sozusagen uns auf dieser Reise begleiten soll. Das ist eine computertomografische Aufnahme eines Durchschnittsgehirns. Ich bitte das in der späteren Aufnahme auszupiepsen, denn das ist das Gehirn meiner Frau. Aber ganz generell gilt, dass wir bei gesunden Menschen keine Korrelate finden zwischen Struktur und kognitive Leistungsfähigkeit. Aber bis wir ein solches erwachsenes, entwickeltes Gehirn haben, braucht es eine ganz schön lange Zeit.
Was Sie hier sehen, ist ein Zeitstrahl der Hirnentwicklung von der Befruchtung bis zur Geburt und über die ersten Lebensjahre und Lebensdekaden. Und Sie sehen hier vorne in grün eines, nämlich, dass wir alle Nervenzellen im Gehirn schon vor der Geburt haben. Sie werden nachher sehen, da werde ich Sie noch mal versuchen, etwas zu verwirren, aber für den Moment nehmen wir das mal so hin. Und das, was erst nach der Geburt entsteht, das sind jetzt die vielen Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen, die sogenannten Synapsen. Sie sehen hier, dass erst ab der Geburt die Zahl der Synapsen in den Arealen in die Höhe schnellen, die zum Beispiel für das Sehen und Hören zuständig sind. Also Babys müssen in dieser Zeit viel, viel mehr Sinneseindrücke verarbeiten als im Mutterleib. Und das führt zu einer sprunghaften Vernetzung der Nervenzelle in etwa den ersten 1,5 Jahren. In früheren Experimenten konnte man auch zeigen, wenn man die Augen von Katzenbabys verschließt in dieser Zeit, dann haben die Katzen das Sehen quasi nicht gelernt und bleiben auch zeitlebens blind. Und dadurch ist die Idee der sogenannten kritischen Phasen in der Hirnentwicklung entstanden. In anderen Hirnarealen gehorchen diese kritischen Phasen jetzt aber anderen Gesetzen. So zum Beispiel bei den Spracharealen, wo die Phasen etwa bis ins dritte Lebensjahr hineinreichen. Das heißt, wir erlernen Muttersprache oder Muttersprachen bis zum dritten Lebensjahr. Wir können auch danach noch Sprachen erlernen, bloß machen wir das dann einfach mit anderen Mechanismen und auch mit anderen Hirnarealen. Und aus dieser Idee ist so ein bisschen dieser Geburt-bis-drei-Mythos entstanden, der sagt, ja, alles, was man bis zum dritten Lebensjahr gelernt hat und erfahren hat, das macht uns aus und danach werden sozusagen nur noch die Feinheiten moduliert. Wenn man sich jetzt aber anschaut, wie diese Phasen in den Arealen aussehen, welche zum Beispiel für komplexe kognitive Problemlösungskompetenzen oder für das Selbstbild verantwortlich sind, das ist der sogenannte Präfrontalkortex, der hier hinter unserer Stirn sitzt, dann sieht man, diese Phasen gehen weit in die Adoleszenz hinein, teilweise auch bis in die zweite Lebenshälfte. Und das ist vielleicht auch schon die wichtigste Botschaft von heute des Vortrags. Wir lernen ein Leben lang und entsprechend verändern auch alle Erfahrungen, die wir machen, bis ins hohe Alter hinein die Vernetzungen in unserem Gehirn. Schauen wir auf diesen Prozess der ständigen Vernetzung noch mal etwas genauer. Vereinfacht gezeigt, passiert im Laufe unseres Lebens, was Sie hier in dieser Grafik sehen, wir starten mit einer großen Menge an Nervenzellen ins Leben und jetzt sind diese Verbindungen zum Start wenig ausgeprägt und es startet ein erbitterter Kampf, ein Selektionsprozess um Kommunikationspartner. Nur die Nervenzellen, welche sich vernetzen können, welche also Partner zum sich unterhalten finden, die sind ja auch dann nutzvoll und die werden geschützt. Alle Nervenzellen, die keine Kommunikationspartner finden, werden vom Gehirn abgebaut und sterben den einsamen Zelltod und wir verlieren im Laufe unserer Lebensjahre etwa 30% aller Nervenzellen. Jetzt hoffe ich, wir haben vielleicht die eine oder andere Zuschauerin von Ihnen, die gerade schwanger ist und Ihnen möchte ich jetzt gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben mehr Hirn im Bauch als im Kopf. Aber Sie ahnen es wahrscheinlich schon, irgendwas muss ja doch noch unterschiedlich sein. Und das ist in der Tat die Art und Weise der Vernetzung. Die Synapsen in frühen Gehirnen sind deutlich rudimentärer angelegt. Und erst die vielen Erfahrungen im Laufe unseres Lebens sorgen dafür, dass diese Netzwerke komplexer werden und auch diese wunderschönen und vielfältigen Strukturen ausbilden, die wir dann eben nur in gereiften Gehirnen kennen. Also halten wir mal fest, das Gehirn ist ein ziemlich ökonomisches Organ. Nur was wirklich benutzt wird, wird auch stabilisiert oder wie man oft sagt, use it or lose it. Jetzt kann man sich fragen, warum das Gehirn von Homer Simpson hier in diesem Vergleich zu dem Hirn meiner Frau doch etwas kleiner wirkt, ob das jetzt am Lebensstil liegt oder eben umgedreht, der Lebensstil so aussieht, weil das Gehirn so klein ist. Und auf dieses Henne-Ei-Problem werden wir im Laufe des Vortrags noch zu sprechen kommen. Nun habe ich einiges zur Einführung erzählt und möchte Sie mal ganz aktiv mit ins Boot holen. Sie kennen sicherlich alle dieses Logo des Logistikunternehmens FedEx. Vermutlich haben Sie das auch alle schon 100-mal gesehen und ich wette, die meisten von Ihnen haben nicht bemerkt, dass in diesem Logo eine Botschaft als geometrische Figur versteckt ist. Schauen Sie mal, ob Ihnen das auffällt, wenn Sie jetzt ganz aktiv danach suchen. Bisher ist Ihnen das vielleicht nicht aufgefallen, aus dem einfachen Grund,
diese Figur hat keine Bedeutungsrelevanz. Unser Gehirn ist ziemlich gut darin auszuwählen, was wichtig ist und was nicht. Und jetzt können Sie ja mal schauen, ob Sie diese Figur gefunden haben. Der Logistiker liefert seine Ware ja immer zum Ziel, also zum X. Und da gibt es schon einen weißen Pfeil zwischen dem E und dem X, der auf dieses Ziel hinweist. Und jetzt ist die Frage, haben Sie diesen Moment gespürt, dieses A, dieser Moment des Wunderns, der Überraschung? Wir kommen noch darauf zurück, aber das sind die Momente, die Lernen benötigt. Denn das ist das Schöne, wenn man jetzt den weißen Pfeil einmal gesehen hat, verspreche ich Ihnen, Sie können da kaum noch hingucken und den Pfeil nicht sehen. Das fällt jetzt schon schwer. Und das nächste Mal sollte da ein FedEx-Wagen an Ihnen vorbeifahren. Dann werden Sie sich sicherlich an diesen Moment erinnern, vorausgesetzt, es gab gerade diesen Heureka-Moment. Wenn Sie das schon kannten, dann hat das bei Ihnen wahrscheinlich auch wenig ausgelöst und werden den Moment jetzt vergessen. Dann lade ich Sie ein, schauen Sie mal auf andere Logos, da gibt es einige mit versteckten Informationen drin. Und jetzt kommen wir zum nächsten Teil, wo ich Sie auch ganz aktiv einladen möchte, mitzumachen. Und ich möchte Ihren Sportgeist wecken und mit Ihnen ein Spiel spielen, das nennt sich Elfmeterschießen. Ich selbst komme ja aus Frankfurt am Main. Die Eintracht ist also quasi mein Heimatverein und wir sind jetzt zwar nicht in Oberkochen, aber ich gehe mal davon aus, die meisten Zuhörer sind Zeissianer und dementsprechend zumindest mit einer starken württembergischen Empathie. Und die Eintracht hat am Wochenende gegen den VfB Stuttgart gespielt und ich hatte eigentlich mit mehr gerechnet als einem Unentschieden und poche jetzt auf meine Chance zur Revanche. Ich werde Ihnen gleich eine Liste an Worten vorlesen und Sie werden die auch hier mitlesen können. Versuchen Sie sich einfach, diese Liste gut zu merken und wir werden dann prüfen, welche der Worte Sie erinnern konnten. Achtung, gut konzentrieren, es geht los. Faden, Reißzwecke, Spritze, Injektion, Nähen, Punkt, Schneiden, Skalpell, Chili, Spitz, Heuhaufen, Schaf, Garn, Stricken und Arzt. Okay, jetzt geht es los. Ich nenne Ihnen Wörter und Sie müssen entscheiden, ob diese Wörter dabei waren. Normalerweise lasse ich das Plenum einfach laut Ja oder Nein rufen. Das wird heute schwierig. Also versuche ich das einfach mal mit meinen telepathischen Kräften zu erraten, was Sie denken. Und ja, lassen Sie einfach mal schauen, ob das klappt. Das erste Wort ist Injektion. Und ich bin mir sicher, die allermeisten von Ihnen haben jetzt richtigerweise gedacht, Injektion war dabei. In der Tat, das wäre das 1:0 für Stuttgart. Das zweite Wort, scharf. Und hier erspüre ich auch, dass Sie richtig liegen. Das war auch dabei, das 2:0. Süß. Wenn mein Gefühl nicht täuscht, sind Sie sich einig, dass süß nicht dabei war. 3:0. Nadel. Okay, jetzt seien Sie ehrlich. Da poppte ein Ja vor Ihrem inneren Auge auf, zumindest bei 90% von Ihnen, da bin ich sicher. Und das ist der Anschlusstreffer für die Eintracht, denn die Nadel war nicht dabei. Denn aber doch sind sich ganz viele Menschen sicher, dass Nadel dabei war. Ist das jetzt, weil die unkonzentriert waren? Nein, im Gegenteil. Sie haben gerade eine sehr, sehr sinnvolle Funktionsweise Ihres Gehirns kennengelernt. Neue Informationen, die wir uns merken wollen, verknüpfen wir mit bestehendem Wissen. Wir sprechen auch von sogenannten Assoziationen. Unser Gehirn stellt automatisch Analogien her. Kein Mensch kann sich all diese Wörter in der Geschwindigkeit merken, aber wir merken auf anderer Ebene, die Worte hängen zusammen. Die bilden bestimmte Kategorien. Alles geht in Richtung spitze, scharfe Gegenstände aus der Medizin. Heuhaufen, Garn und Stricken sind sogenannte Framing-Effekte, die dazukommen. Und irgendwann merken wir, okay, das kriegen wir eh nicht vollumfänglich verarbeitet. Und wir kategorisieren dann einfach unsere Informationen so und merken uns das auf diese Art und Weise. Finden Sie mal einen Algorithmus, der das so schnell anpassen kann. Für unser menschliches Gehirn gilt daher aber auch, wer schnell viel lernt, der hat auch wieder schnell viel vergessen. Lassen Sie mich mal eine persönliche Anekdote erzählen. Das ist gar nicht so lange her jetzt. Da habe ich hier aus meiner Plattensammlung zu Hause eine Platte der Soulgrößen Sam & Dave aus dem Regal gezogen. Und da ging bei mir ein Feuerwerk an Erinnerungen los. Zunächst mal an meine Hochzeit.
2014, wo wir ganz viel Soul gehört haben und getanzt haben und auch meine Eltern mitgetanzt haben. Und die habe ich schon unglaublich lange nicht mehr tanzen sehen. Das ist wirklich in meiner Jugendzeit zurückliegend, wo sie im Wohnzimmer getanzt haben. Und wenn ich mich dann zurückerinnere, Musik aus meiner Kindheit, da kam mir ein weiterer Gedanke. Als kleiner Junge habe ich immer angefangen, Musik auf Kassetten aus dem Radio aufzunehmen. Und dieses Bild hier, das trennt jetzt vielleicht die ganz Jungen unserer Zuhörer von den Älteren. Meine Generation und Älter, die wissen sofort, was diese beiden Gegenstände miteinander zu tun haben. Und ich würde jetzt unglaublich gern in die Runde fragen, ob wir 20-Jährige dabei haben und wissen, was diese zwei Gegenstände miteinander zu tun haben. Und das ist im Grunde genommen, was mich als junger Student umtrieben hat. Wie geht das eigentlich mit dem Gedächtnis? Wie ermöglicht unser Gehirn ein Leben lang Dinge zu lernen, abzuspeichern und dann noch so eine Art Karteisystem anzulegen, all diese Inhalte halbwegs zu sortieren, wann diese Erfahrungen auch gemacht worden sind? Da muss es ja irgendwie eine hirnphysiologische Grundlage zu geben. Wie dieses Chaos, was wir am Anfang auch haben, dieses Trial-and-Error-System, hin entwickeln können zu einem Analogiesystem. Und wir haben im Gehirn 80 Milliarden Nervenzellen und 1 Billiarde Synapsen. Man sagt immer, das sind mehr Sterne als in der Milchstraße. Und die Frage ist jetzt, wie funktioniert das? Das Gehirn hat dazu ein bewährtes System, einlaufende Informationen zwischen verschiedenen Hirnarealen zirkulieren zu lassen. Für explizite Gedächtnisinhalte sind das der Hippocampus, den Sie hier sehen. Der ist auch nochmal im Gesamthirn hier in blau schattiert dargestellt, also in der Mitte des Gehirns. Und um ihn herum organisiert ist das Großhirn oder auch der Kortex genannt. Also all das, was von außen immer so ein bisschen aussieht wie eine riesige Walnuss. Und nehmen wir nun sensorische Informationen wahr, so werden die Nervenzellen im Hippocampus zunächst rekrutiert und verarbeiten das in gewissem Maße einer Vorselektion und sorgen dann dafür, dass die Informationen in verteilte Netzwerke in die Großhirnrinde nach oben geschaltet werden, um dort sozusagen eine bewusste Repräsentation zu bekommen. Und es kommt zu einer Art Ping-Pong-Spiel zwischen diesen Nervenzellverbänden in dem Großhirn und dem Hippocampus. Und dieses Ping-Pong-Spiel, das stellt quasi unseren Kurzzeitspeicher dar. Nach und nach fangen die Zellen in der Großhirnrinde an, sich jetzt eigenständig zu vernetzen und auch ohne den Ping-Pong ein festes Ensemble, wie man tatsächlich sagt, zu bilden. Und mit der Zeit reduzieren wir dann auch die Anzahl benötigter Zellen noch weiter, sodass wir Dinge, die wir verinnerlicht haben, mit einer kleineren Gruppe an Nervenzellen repräsentiert finden. Das bedeutet also auch, sollte jemals mal wieder irgendwo jemand lesen, Sie nutzen nur 10% Ihres Gehirns und das kann man jetzt auf so und so viel Prozent steigern. Das ist wirklich ausgemachter Blödsinn. Wir nutzen sinnvollerweise wenig Hirnressourcen, wo wir ohnehin schon gut drin sind und etwas automatisiert tun können. Und wenn wir neue Dinge wahrnehmen, neue Dinge lernen, dann rekrutieren wir Netzwerke im Hippocampus, im Großhirn und nutzen unsere Ressourcen voll aus. Und hier passiert jetzt was Spannendes. Ich hatte Ihnen ja am Anfang auf diesem Hirnstrahl gezeigt, dass die Nervenzellen alle vor Geburt geboren werden. Und das gilt auch beinahe. Vor 15 bis 20 Jahren hat man jetzt entdeckt, dass in wenigen Hirnarealen und dieser Hippocampus, dieser Kurzzeitspeicher, der gehört dazu, immer auch ein paar wenige neue Nervenzellen im Gehirn von Erwachsenen entstehen, über die gesamte Lebensphase hinweg. Und wenn wir jetzt neue Informationen wahrnehmen, dann spielt diese Neuroneogenese, wie man dazu sagt, eine ganz fundamentale Rolle für Lernprozesse. Denn diese Zellen übernehmen jetzt die wichtige Funktion dieses Ping-Pong-Spiels und sorgen für eine Art Zeitstempel für die Inhalte, die jetzt im Großhirn abgespeichert werden. Und diese Netzwerke kommunizieren jetzt mit den Netzwerken vorheriger Erfahrungen. Und das ganze Spiel geht dann weiter, sodass auch bei der nächsten Erfahrung wieder Ensembles mit einem anderen Zeitstempel entstehen. Und so kommt es zu einer Vernetzung von Ensembles, die Assoziationen bilden und erlauben, von Sam und Dave, der Hochzeit und der Musik aus der Kindheit zustande bringende Erinnerungen zu vernetzen. Und dieses System, das beschreiben wir dann als unseren Langzeitspeicher.
Als wichtige Ergänzung sei an der Stelle auch erwähnt, dass wir heute wissen, dass die Menge an neugeborenen Nervenzellen im Hippocampus sehr von unserer Lebensweise abhängt, also von Schlaf, von Ernährung, vor allem aber auch von Bewegung. Ja, also dreimal die Woche zum Sport zu gehen, lässt unser Gehirn tatsächlich, wenn man so will, wachsen und erhöht die Ressourcen für Lernprozesse. Denken Sie also an den Humor zurück. Der könnte schon noch was ändern daran, wie sein Gehirn aussieht, wenn er etwas aktiver wäre. Auch soziale Beziehungen wirken sich positiv auf das Nervenwachstum im Gehirn aus. Und Alkohol trinken beispielsweise hemmt diese Neuroneogenese. Das bedeutet, je mehr Abwechslung und je gesünder unsere Lebensweise, desto lernförderlicher wirkt sich das auch auf die Hirnphysiologie aus. Jetzt kommt noch ein bisschen der Clou, das ist das Spannende. Die Funktionsweise dieses Systems ist fundamental anders als eine Computerfestplatte. Da haben Sie abgespeicherte Inhalte, die bestenfalls immer gleich bleiben. Das heißt, wenn ich ein PDF-Dokument öffne und 10-mal wieder zumache, sollte sich das eigentlich nicht ändern. Das ist bei Gedächtnisinhalten nicht so. Diese werden bei jedem Abruf, bei jeder, wie wir das nennen, Reaktivierung, wieder neu abgespeichert und dadurch auch in neuen kontextuellen und assoziierten Inhalten verändert. Vielleicht kennen Sie das selber. Erinnerungen verändern sich einfach über die Zeit, wenn wir eben oft darüber gesprochen haben. Wir passen also unsere Erinnerungen immer auch an unsere aktuellen Lebensumstände und Erfahrungen an. Das war mal ein erster intensiver Ritt durch die Grundlagen des Gedächtnisses und ich würde gern jetzt auf eine essentielle Eigenschaft des Gehirns eingehen, welche ebenfalls ein fundamentalen Unterschied dazu darstellt, wie Computer beispielsweise funktionieren, nämlich unser Umgang mit Unsicherheit, gerade in heutiger Zeit wohl aktueller denn je. Eine beliebte Metapher, wie wir unser Denkorgan ja oft sehen, ist so eine Art Blackbox. Ja, da geht also links irgendwas rein und ohne dass wir recht verstehen, wie, rechts wieder was raus, wie so eine Art Input-Output-Maschine. Machen Sie mit mir mal zusammen ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, ein hungriger Hund, der sitzt vor seinem Napf, brav, wartet auf Input. Und wenn unser Gehirn tatsächlich so ticken würde, dass es eben auf äußere Reize wartet, dann könnte es auch dumm laufen und der Hund wartet und wartet. Das Gehirn als Input-Output-Maschine ist also eine denkbar schlechte Metapher. Eine deutlich bessere Alternative ist die Metapher eines Hypothesentestorgans, was nach dem Motto funktioniert, let's try and see. Also einfach mal machen und gucken, was passiert. Das ist bei Kindern vor allem auch motorisch-physisch ja noch zu sehen. Also alles wird angefasst, in den Mund gesteckt, umgeschubst, fallen gelassen. Das ist aber tatsächlich auch, wie unser Erwachsenengehirn den lieben langen Tag funktioniert. Kausale Zusammenhänge vorherzusagen, auch auf komplexerer Ebene als eben etwas umzuschubsen. Und wir sagen dazu, dass wir eine Art Level of Expectation haben, also eine Erwartungshaltung an die Dinge in der Welt. Und diese selbstgenerierten Hypothesen, die sind wir den ganzen Tag dabei zu testen, also mit dem Level of Reality abzugleichen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in England Auto gefahren ist. Da kann man das am eigenen Leib spüren, entgegen unserer Gewohnheiten, wo wir sozusagen mit ganz vielen Hypothesen testen, die werden alle über den Haufen geworfen, weil das neue Weltbild im Straßenverkehr überhaupt nicht funktioniert. In diesem Moment, wo sozusagen Level of Expectation nicht dem Level of Reality entspricht, das sind die Momente, wo unser Gehirn jetzt in den Power-Modus schaltet. Jetzt brauchen wir dringend alle kognitive Ressourcen, um die falschen Hypothesen abzugleichen und schnellstmöglich neue Hypothesen zu generieren, Erweiterungen zu kreieren. Und das ist auch der Grund, warum Alain Berthaud diesen unglaublich tollen Satz gesagt hat, der es im Grunde gar nicht klarer auf den Punkt bringen kann. The purpose of memory is not to let us recall the past, but to let us anticipate the future. Der Grund, warum die Evolution uns ein so energieaufwendiges und dann auch noch fehlerhaftes und sich im Laufe der Zeit veränderndes Gedächtnissystem gegeben hat, ist nicht, damit wir zufrieden möglichst adäquat Erinnerungen aus der Vergangenheit
und sozusagen hervorrufen können. Der evolutive Vorteil liegt daran, dass wir schnell bessere und verhaltensaktuelle Vorhersagen über die Zukunft machen können. Und kürzlich bin ich über dieses Zitat von Plutarch gestoßen, welches ich finde, dass es im Grunde genau das aussagt. Nämlich, der Geist ist kein Schiff, das man beladen muss, sondern ein Feuer, das entfacht werden will. Das werde ich jetzt mal mit Ihnen zusammen versuchen und eine kleine Übung zum Mitmachen anbieten. Also, Sie sind ja alle an den Bildschirmen, Ihre Kameras sind ohnehin aus, also keine falsche Scham. Versuchen Sie mal ganz aktiv mit einzusteigen. Nehmen Sie mal Ihre rechte Hand, strecken Sie Ihren rechten Zeigefinger nach oben und halten Sie Ihren Arm über den Kopf. Schauen Sie nun nach oben und fangen Sie an, Ihren Finger im Uhrzeigersinn zu kreiseln. Und wenn Sie sehen, dass der Finger im Uhrzeigersinn kreiselt, dann fangen Sie langsam an, Ihre Hand nach unten zu bewegen, die Richtung beibehalten, darauf achten, dass man die Richtung nicht wechselt, am Gesicht vorbei, vor Ihrer Brust weiter kreiseln im Uhrzeigersinn. Und jetzt schauen Sie mal von oben drauf, ob es Ihnen gelungen ist, die Richtung beizubehalten. Ja, Sie sollten jetzt von oben drauf schauen. Und wenn Sie das jetzt gemacht haben, dann dürfte zumindest bei einigen von Ihnen ein Moment der Verwirrung aufgetreten sein. Ein Wundern darüber, dass das irgendwie nicht ganz geklappt hat. Meistens sieht man dann die Menschen ganz schnell das nochmal machen, weil irgendwas ist schiefgegangen. Und beim zweiten Mal stellen sie dann fest, komisch, die Beobachtung ist die gleiche, der Finger kreiselt gar nicht mehr im Uhrzeigersinn. Dieser Moment, dieses Wundern über Dinge, das ist der besondere Moment, den es braucht, um Lernprozesse zu vollziehen. Und es zeigt sich, dass es manchmal ganz lohnenswert ist, auch einen Perspektivwechsel einzunehmen. Und diesen kleinen Impuls, den wir gerade gemacht haben, den möchte ich jetzt nutzen, um zum Thema Motivation zu kommen. Und wir werden sehen, warum das Wundern so unglaublich wichtig ist. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel zeigen, ganz konkret aus unserem Forschungsalltag. Wir untersuchen in Magdeburg Lernen bei Tieren. Und in diesem Video hier, da sehen Sie eine Wüstenspringmaus, welche wir beigebracht haben, auf einen bestimmten Ton, der sich so anhört, die Seite in einer solchen Kammer zu wechseln. Und in einer anderen Situation hört die Maus dann ein anderes Tonsignal. Das klingt dann in etwa so. Und in dieser Situation reagiert die Maus ebenfalls, rennt zur Hürde, hat aber gelernt, warte, hier musst du auf dieser Seite sitzen bleiben. Die Maus hat also mit der Zeit gelernt, zwei Signale voneinander zu unterscheiden. Wir sprechen vom sogenannten Diskriminationslernen. Der Vorteil bei solchen Experimenten ist, wir können jetzt messen, wie bestimmte Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet werden. So zum Beispiel das Dopamin. Die meisten von Ihnen haben den Begriff sicherlich schon mal gehört und verbinden ihn jetzt vielleicht mit Schokolade, mit Sex oder Kokain, also überall da, wo Sachen passieren, die uns ein Gefühl der Belohnung verpassen, weshalb man oft auch vom Belohnungssystem spricht. So ganz glücklich gewählt ist der Begriff nicht, denn Sie sehen hier, was im Laufe eines Lernprozesses eigentlich passiert. Sie sehen auf dieser Achse Trainingstage des Tiers und Sie sehen, dass die Lernrate hier über die Tage hinweg ansteigt und am Anfang relativ steil ist und dann irgendwann die Maus ein Lernplateau erreicht. Und Sie sehen hier unten in dem zweiten Graphen, wie in dieser Zeit Dopamin ausgeschüttet wird. Das heißt also vor allem am Anfang, wo die Lernrate sehr steil ist, wird Dopamin ausgeschüttet. Und später, wenn die Maus ihre Verhaltensleistung einfach abruft, dann sinkt dieses Dopamin wieder auf das Ausgangsniveau zurück. Wir können die Tiere jetzt so ein bisschen ärgern und wir machen einfach eine Art Wechselspiel, so ein bisschen wie im englischen Straßenverkehr und drehen die Bedeutung der beiden Reize einfach von einem Tag auf den anderen um. Das heißt also, das vormalige Signal zum Springen heißt jetzt sitzen bleiben und umgedreht. Und man kann dann beobachten, dass zunächst mal das Verhalten natürlich einbricht. Also die Maus hat einfach falsche Erwartungen und braucht eine neue Verhaltensstrategie. Sie muss also die neue Bedeutung erlernen. Das gelingt ihr wieder nach ein paar Tagen. Und spannenderweise sieht man, dass just in dem Moment, wo sich die Umwelt ändert, jetzt auch wieder Dopamin ausgeschüttet wird. Und das Ausschütten von Dopamin, diese Dusche, die sozusagen über das gesamte Gehirn ausgeschüttet wird, wenn die Vorhersage der Maus nicht mehr stimmt,
Das ist unser Lernturbo schlechthin. Das sorgt auch für dieses Gefühl, was wir manchmal haben, wenn wir eine Aufgabe selber bewältigt haben. Motivation ist also ein inneres Erleben der Freude, der Erfüllung und manchmal auch des sich selbst Herausforderns. Und Dopamin wird in diesem Zusammenhang dem Belohnungssystem zugeordnet. Aber im Grunde genommen ist es der Botenstoff unseres Fehlersuchsystems, welches wir benötigen beim Lernen. Und im Resultat bedeutet das, das mag jetzt fast banal klingen, wir lernen nur aus Unerwartetem. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Ja, hätte man Dinge bereits erwartet, muss man sie ja schon irgendwo mal gelernt haben. Wenn wir aber also Irrtümer und Fehltritte vornehmlich als Versagen wahrnehmen, dann verbauen wir uns viele Lernchancen. Wie Hegel schon sagte, die Furcht zu irren ist schon der Irrtum selbst. Jetzt stellt sich ein bisschen die Frage, können wir diese Vorstellungen, wie Motivation im Gehirn realisiert wird, auch für die Arbeit und das Lernen mit Menschen nutzen und daraus ableiten? Und hier würde ich gerne eine Brücke schlagen zur Pädagogik und Psychologie und das Konzept des sogenannten Flows vorstellen, welches im Grunde auf die Erlebnispädagogik von Montessori zurückgeht und dann von einem ukrainischen Psychologen weiterentwickelt wurde, dessen Namen ich jetzt hier aus ganz offensichtlichen Gründen nicht sage. In diesem Konzept trägt man in dem Koordinatensystem von der Kompetenz einer Person und dem Anspruch einer Aufgabe auf. Und nun stellen Sie sich in diesem engen Korridor, sozusagen stellen Sie sich den vor, unterhalb dieser Grenzen, dort, wo wir eine sehr hohe Kompetenz haben, aber der Anspruch einer Aufgabe relativ gering ist, denken Sie an Ihren eigenen Arbeitstag. Wie fühlt sich das an im inneren Erleben? Je nach Ausprägung kann das noch eine ganz angenehme Komfortzone sein. Wenn der Anspruch jetzt noch geringer wird, dann geht das irgendwann in Richtung Unterforderung und Langeweile. Auf der anderen Seite dieses Korridors, wenn also der Anspruch einer Aufgabe sehr, sehr hoch ist, ich aber gar nicht die richtigen Kompetenzen mitbringe, dann fängt das an, Stress zu verursachen. Im schlimmsten Falle geht das bis zur Angst und kann dann am Ende auch sich in einem Burnout fortsetzen. Und das Spannende ist jetzt, innerhalb dieses Korridors, dort entsteht die perfekte Balance zwischen Kompetenz und Anspruch. Und dort kommen wir in den sogenannten Flow. Hier wird auch Dopamin ausgeschüttet, denn hier sind aufgrund der Aufgabe auch mal Irrtümer dabei. Mir unterlaufen auch mal kleine Fehler, die ich aber selber bemerken kann und ausbessern kann. Ich muss also mit all meinen Kompetenzen eine harte Nuss knacken und bin ganz tief drin. Und durch das Dopamin komme ich jetzt in diesen Power-Modus, verändere also durch aktive Lernprozesse wirklich etwas an meinen eigenen Kompetenzen und erfahre mich in der Folge dann auch als selbstwirksam. Und diese Form der Selbstlernerfahrung wird durch Dopamin zu einem befriedigenden inneren Erlebnis und motiviert uns. Da Kompetenz und Anspruch jetzt aber zutiefst personenabhängig sind, ist das Erleben dieser Selbstwirksamkeit natürlich hochgradig individuell. Und da mal als Zirkelschluss zur Didaktik in der Schule, in einer bekannten Metastudie zu Schulerfolg, der sogenannten Hattie-Studie, haben verschiedenste WissenschaftlerInnen verschiedene Einflussgrößen auf Schulerfolg untersucht. Und ein Faktor war in dieser Studie die mit Abstand stärkste untersuchte Einflussgröße auf Schulerfolg. Und das war die Selbstbeurteilung von SchülerInnen. Vereinfacht gesagt erklärt Hattie, dass Kinder ziemlich gut darin sind, sich selber einzuschätzen und ihre besten eigenen Kritiker sind. Und wenn SchülerInnen sich realistische individuelle Ziele setzen, dann wollen die diese Ziele auch erreichen und das stärkt Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit. Und das entspricht im Grunde genommen dann tatsächlich schon dem Grundsatz der Erlebnispädagogik von Montessori, nämlich hilf mir, es selber zu tun. Nun kommen wir zum vierten Teil und ganz langsam in Richtung Ende. Ich möchte versuchen, das eben Gehörte und Gesehene nochmal in den Kontext unseres heutigen Lernens und auch des Arbeitens und damit
auch des Lernens über die Lebensspanne eines Menschen zu setzen und zeigen, dass Lernen in der Art, wie wir das jetzt besprochen haben, eine unglaublich soziale Komponente hat. Am Ende ist es ja so, keiner lernt für sich alleine. Alles, was wir irgendwie lernen, tun wir aus einem bestimmten Grund, um in unserem Arbeitskontext oder in unserem Hobbykontext damit Ziele zu erreichen, die wir oft für uns alleine, aber oft auch in Gesellschaft definieren. Und dazu würde ich gern ein Modell zeigen, was von dem Organisationspsychologen Tobias Müller-Hallbrook entwickelt wurde, was ein bisschen auf dieses Führungskontinuum der Ökonomen Tannenbaum und Schmidt zurückführt, und zwar das sogenannte Beteiligungskontinuum. Das stellt gegenüber, welche Aufgaben Menschen übernehmen in der Rolle einer Führungskraft und in der Rolle einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters. Und das lässt sich auch übersetzen für Lehrerinnen und Schülerinnen, Eltern, Kinder, also überall dort, wo jemand einem anderen etwas aufträgt oder im besten Fall etwas beibringen möchte. Jetzt ist es so, dass wir Menschen aufgrund unserer Sozialisation einige verschiedene Zeitalter schon durchlebt haben und die auch unser Verständnis solcher Führungs- oder Lern- oder Lehrbeziehungen prägen. Und überlegen Sie sich beispielsweise im Dampfmaschinenzeitalter, dort lag die Verantwortung, dass man zur Arbeit erscheint, was man da macht und auch, wie man das Ganze gestaltet, hauptsächlich in der Verantwortung der Führungskraft. Das heißt also, der Arbeiter, die Arbeiterin, dem wurde lediglich gesagt, das sind die drei Knöpfe, da drückst du in den Momenten drauf. Und das hat sich verändert im Zeitalter der Industrialisierung. Maschinen wurden jetzt so komplex, dass das und was noch von der Führungskraft vorgegeben wurde. Aber spätestens das Wie, dafür braucht es jetzt ausgebildete Experten, die das Wie deutlich besser verstehen. Im Computerzeitalter, das ist sozusagen das, was wir immer als 3.0 bezeichnen, rückte jetzt immer mehr ein bisschen auch diese Frage des Was, also das Fragen nach den Zielen in den Bereich und die Beteiligung der Mitarbeiter. Und im heutigen 4.0 Zeitalter, wo wir von der Digitalisierung sprechen und spätestens auch durch die Art und Weise, wie junge Menschen, die wir als Generation Y beschreiben, steht die Frage nach dem Sinn oder wie man auch im Neudeutschen sagt, der Purpose einer Arbeit immer mehr im Vordergrund. Und oft ist es so, dass sogar das gearbeitet wird, nicht zwingendermaßen mehr nur der Chef entscheidet, sondern ganz oft Einzelne, das Team und im besten Falle auch die Sinnstiftung eines Unternehmens. Und auf diesem Weg begleiten wir jetzt Menschen in einem Prozess vom Einweisen, Einführen bis hin am Ende zum Unterstützen. Und hier in diesem Bereich erleben sich Menschen in der höchsten Form der Selbstorganisation und der Selbstständigkeit, also der Selbstwirksamkeit. Lernen ist gebunden an dieses innere Erleben und erst die persönliche Erfahrung, die ich dabei mache, macht aus einer Information eine Erkenntnis. Also Beteiligung, Mitsprache, Mitgestalten, enge persönliche Beziehungen. Ich bin davon überzeugt, das sind die Momente, wo Dopamin ausgeschüttet wird. Und wenn wir Menschen an Prozessen beteiligen, ist das der beste Motivator. Und über Köpfe hinweg zu regieren, ist der einfachste Weg, ihnen dieses Erlebnis zu nehmen. Als Gedankenspiel fragen Sie sich ruhig mal, wo liegt Ihr Arbeitgeber? Wo liegt Ihr direktes Team? Wo liegt die Schule Ihres Kindes auf diesem Beteiligungskontinuum? Und da gibt es eine schöne Aussage des chinesischen Philosophen Yunzi, der sagt, erzähl es mir und ich werde es vergessen. Bring es mir bei und vielleicht erinnere ich mich. Beteilige mich und ich werde lernen. Und ich denke, das ist eine schöne Zusammenfassung dieses Modells. Ich wäre jetzt am Ende meiner Ausführung, möchte das aber sozusagen mit Ihnen nochmal nutzen, diese Reise, die wir begangen haben, ein bisschen zusammenzufassen. Ich hoffe, ich habe mehr Feuer entfacht als das Schiff überladen und würde gern an der Stelle die vier Themen, die wir besprochen haben, nochmal
als Säulen des Lernens darstellen. Im ersten Teil haben wir gesehen, wie wichtig es ist, auszuwählen und anzudocken. Wir haben gesagt, wer schnell viel lernt, hat auch schnell viel vergessen. Unser Wissensspeicher ist nicht per se unendlich, weil das auch gar nicht Funktion des Gehirns ist. Wir müssen also versuchen, Wissen und an bestehendes Wissen anzudocken. Wir lernen assoziativ. Und daher ist bestehendes Wissen ganz, ganz klar ein Vorteil. Und es gilt umso mehr, die Kunst des heutigen Lernens so auszuwählen und die richtige Selektion zu finden von wichtigem Wissen und wichtigen Kompetenzen. Und das ist ein hochindividueller Prozess. In der nächsten Säule haben wir gesehen, dass das Gehirn ja ist und bleibt eigentlich unser Kontaktorgan zu einer sich ständig ändernden und im Wandel befindlichen Umwelt. Es nutzt Erfahrungen, um zukünftige Entscheidungen zu optimieren, und Irrtümer sind die stärkste Triebfeder von Lernen, was schon Hegel wusste, der gesagt hat, also Furcht zu lernen ist im Grunde genommen der erste große Fehler. Alle Formen von Lernen und auch unsere Kultur im Umgang mit Fehlern sollten wir dieser Funktionsweise des Gehirns auch anpassen. Zur Erinnerung, Dopamin, was dieses wohlige Gefühl auch macht, diese Aha-Momente, wird immer dann ausgeschüttet, wenn Level of Expectation nicht dem Level of Reality entspricht. Gerade in der jetzigen Zeit merken wir, wie gespickt unser Leben von Komplexität und Unsicherheit ist. Man spricht gerne von der sogenannten Ambiguitätstoleranz. Und das ist das, was Plutarch schon sagt mit dem Feuer des Erstaunens. Und Dopamin ist in dem Sinne der kognitive Brandbeschleuniger. Die dritte Säule des Lernens, die wir uns angeschaut haben, waren die Lernpfade. Und dort ist es wichtig zu verstehen, je mehr wir anbieten können, je individueller wir Dinge vorbereiten können, desto besser. Es gibt nicht den Lerntypen. Das bedeutet, wenn man sich auf Prüfungen vorbereitet, ruhig mal den Schreibtisch verlassen, im Park lernen, Lerninhalte der Partnerin oder der Mama erklären, was zeichnen, was schreiben, was lesen. Je öfter unser Hirn Gelerntes in unterschiedlichen Situationen anwendet, desto öfter reaktivieren wir bestehendes Wissen und speichern es unter neuen Kontexten ab, was dann dazu führt, dass wir sie auch erleben und wir uns diese Kompetenzen oder dieses Wissen gewissermaßen verinnerlichen. Und wenn man das so sich überlegt, ist Lernen gewissermaßen das aktive und lebenslange Anpassen meiner inneren Sicht von den Dingen der Welt. Und damit ist es was deutlich anderes als zum Beispiel trainieren oder üben. Und das haben aber viele als solche bezeichnete Lernmethoden berücksichtigen das gar nicht, sondern die sind im Grunde genommen, sollte man sie besser beschreiben, als Übungs- oder Konsolidierungsmethoden. Ich möchte auch nochmal daran erinnern, wir hatten vorhin gesehen, dass unsere Lebensweise einen starken Einfluss darauf nimmt. Also Ernährung, Schlaf, Bewegung, das sind alles Faktoren, die Hirnmechanismen des Lernens bestmöglich unterstützen und fortwährendes Wachstum von neuen Hirnzellen ermöglichen. Und wenn man so will, dann sind das die besten Lernmethoden. An der Stelle auch nochmal ein Kommentar zur Frage von digitalen Medien oder E-Learning-Tools. Auch das sind Teile von Rahmenbedingungen, von Abwechslung, die nicht per se gut oder schlecht sind. Die sind nicht Säule des Lernens, können sie auch gar nicht sein, aber sie sind Methoden. Und wenn Sie die Säulen, die wir besprochen haben, gut berücksichtigen können, dann können auch das Beiträge zu sehr abwechslungsreichen Auseinandersetzungen mit Lerninhalten sein. Und es ist so, dass wir, also unser Gedächtnis ja nicht dafür gemacht ist, in diesen Vergangenheiten zu leben, sondern eben Zukunft zu gestalten. Und das ist in aller Regel etwas, was wir im engen Austausch mit anderen machen. Und bei dieser Gestaltung von eigenen Zielen, da unterstützen wir sozusagen, also unser Gehirn in der Art und Weise, wie es in die Zukunft schaut, unterstützt uns genau darin. Und deswegen möchte ich Sie mit diesem Wort, Lernen ist ein anderes Wort für Zukunft, verabschieden und Sie daran erinnern, die Haltung, ja, das habe ich ja schon gewusst,
Das ist, ja, ist aus meiner Sicht nicht nur langweilig, sondern oft auch einfach Zeuge von vielleicht Überforderung mit zu viel Informationen oder noch ein Relikt aus Zeiten, wo wir dachten, jeder muss alles Wissentliche überschauen. Und die Kultur des individuellen Wissens, glaube ich, weicht allmählich einer Kultur des kollektiven Sichwunderns. Denn das ist, was für Lernen steht, für wirkliche Weiterentwicklung auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. Also wenn Sie das nächste Mal irgendwas versemmeln oder was nicht wissen, seien Sie froh, freuen Sie sich drüber, rufen Sie Hurra, ein Fehler. Und wenn mehr Menschen so ticken, dann wird das mit dem lebenslangen im Wandel bleiben, glaube ich, noch eine richtig klasse Sache. Und in diesem Sinne haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie flexibel und offen für Neues. Vielen Dank. Herr Happel, haben Sie ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren und wirklich anregenden Vortrag. Wie anregend der war. Sie können mich hören? Ja. Klasse. Wie anregend der war, merke ich auch an den Fragen im Chat. Wir haben insgesamt 17 Fragen gestellt bekommen. Mhm. Zum Glück sind die Kollegen und Gäste inzwischen ja auch sehr digital erfahren. Das heißt, es gibt Likes für diese Fragen. Und um hier so ein bisschen eine Auswahl zu machen, richte ich mich jetzt einfach mal so nach der Zahl der Likes, so schnell ich das Ganze jetzt hier erfassen kann. Also, da haben wir eine Frage von Anonym. Was sagt die Erkenntnis über die Bedeutung des Austausches über die Wirksamkeit von E-Learnings aus, das im Allgemeinen allein am Bildschirm stattfindet? Etwas, was uns hier auch gerade im Lernen in Zeiss massiv betrifft. Ja. Da habe ich ja im Grunde genommen am Ende schon was zu gesagt, nämlich, dass das durchaus, wenn man es nicht als Lernmethode sieht, sondern als Übungsmethode und sozusagen, um etwas zu konsolidieren, kann man Lerninhalte damit durchaus verfestigen. Was diese E-Learnings oft haben, ist einfach keine sehr starke soziale Komponente, also kein Austausch. Das nutzt sich schnell ab. Das findet man auch bei Kindern, diese sogenannte Gamification. Das heißt also, die machen diese Lerntools anfangs sehr, sehr gerne. Aber wenn sie merken, dass sie damit auch interagieren können mit anderen Schülern, in Chatrooms gehen können, sich austauschen können, gewinnt das nochmal eine ganz andere Komponente und eine ganz andere Bedeutung. Und ich glaube, da muss man sich einfach überlegen, welche Säulen des Lernens taxieren eigentlich die E-Learnings, die wir haben. Wenn es ausschließlich darum geht, viel Information reinzubringen, dann läuft man immer die Gefahr, wer viel lernt, hat dann auch schnell wieder viel vergessen. Ihre Überraschungselemente könnte man ja eigentlich auch in die E-Learnings einbauen, ne? Also von daher etwas, das geht jetzt noch eine Stufe weiter, nämlich in Richtung der Gehirntrainings. Das ist die Frage von Tobias Harter. Der fragt, wie ist es denn eigentlich mit Sudoku, Kreuzworträtsel, Gedächtnistrainings-Apps? Sind die für den Gehirnaufbau sinnvoll? Ich glaube, ich ahne die Antwort. Tolle Frage, gibt es mittlerweile wirklich super Studien drüber. Wenn ich ganz viele Sudokus mache oder Kreuzworträtsel oder diese Gehirnjoggings, dann werde ich tatsächlich deutlich besser in Sudoku machen oder Gehirnjogging. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt, ich sage mal, irgendwie dadurch intelligenter werde oder dann meinen IQ nach oben fahre. Da würde ich sagen, das ist genau, wie wir vorhin gesagt haben, ganz viel anbieten. Wenn ich nur Sudoku mache, werde ich Sudoku-Experte. Wenn ich mal ein Sudoku mache, mal ein Gehirnjogging, mal spazieren gehe, mal Theater spiele, das ist das, was unser Gehirn eigentlich am flexibelsten hält, am meisten kognitive Ressourcen verlangt und dementsprechend auch aus lernphysiologischer Sicht am besten funktioniert. Also viel Abwechslung. Okay, herzlichen Dank. Nächste Frage wäre, inwieweit hat kognitives Lernen einen Einfluss auf erblich bedingte Alzheimer-Erkrankungen? Kann ich durch Lernen Alzheimer verhindern? Sehr gute Frage. In der Tat ist es so, da gibt es auch schon einige Studien, die das aufweisen. Wenn wir in Altersheimen zum Beispiel schauen, die bestimmte Programme haben, wo mit den älteren Menschen Formen gemacht werden wie Tanzen. Tanzen hat tatsächlich einen starken Effekt auf die kognitiven Ressourcen und es ist nachweislich, dass die Entwicklung von altersbedingter Demenz abbremst. Andere Sachen wie Spazierengehen ist nicht ganz so ein starker Effekt.
Und es wird auch davon ausgegangen, dass Theaterspielen und das Schreiben eines Tagebuchs tatsächlich dazu führt, dass diese Prozesse verlangsamt werden können. Sie werden sie natürlich nicht verhindern, das ist auch klar. Aber in dem Alter, wo wir dann reden, 70, 80, 90, geht es ja auch oft darum, die Entwicklung von dementen Zuständen einfach etwas abzubremsen. Und dafür gilt wieder das Gleiche. Je mehr Angebot, je mehr Abwechslung, desto besser. Dankeschön. Und dann wäre noch eine Frage von Anonymous, die wahrscheinlich in die Antwort in eine ähnliche Richtung geht. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, unser Bildungssystem aus Sicht eines Neurobiologen zu verändern, ja, was würden Sie tun? Spannende Frage. Ich bin mit einer Frankfurter Schule in Kontakt und begleite die jetzt seit fast 2 Jahren in der Entwicklung ihres didaktischen Konzepts. Also es ist eine integrierte Gesamtschule, die seit vielen, vielen Jahren klassische Schule machen, wie die allermeisten von uns das wahrscheinlich kennen. Das heißt, es gibt einen Klassenlehrer, der klassenlehrerzentrierten Unterricht hält, viel davon frontal, ein paar Sachen auch im Austausch. Aber es ist eben so, dass Schüler ihren Klassenverband haben. Und mit denen haben wir jetzt über 2 Jahre hinweg ein Konzept entwickelt, wo nur noch die Hälfte der Schulzeit so stattfindet, also lehrerzentriert, und die andere Hälfte ist im Grunde genommen freie Zeit der Schüler, die sie selber organisieren, also selbst organisiert, sich treffen in kleinen Lerngruppen, um an einem Thema zu arbeiten, indem sie beispielsweise sagen, lass uns ein Fahrrad bauen, wen brauchen wir dafür? Einen Physiker, einen Ingenieur und den Hausmeister, der uns irgendwie noch die Geräte gibt, und die einfach selbst organisiert sich selber diesen Lernprozess vollziehen und sich auch selber organisieren müssen. Also wann lerne ich was? Und die Lehrer in diesem Setting, in diesem zweiten Setting, nicht so sehr die Lernvermittler oder Lehrinhaltvermittler sind, sondern den Lernprozess, den selbstorganisierten Lernprozess der Schüler mit betreuen, so als eine Art Lerncoach, wenn man so will. Und die Idee ist, dass man Schülern quasi die Chance gibt, auf diesem Beteiligungskontinuum viel mehr zu entscheiden, was will ich eigentlich lernen und wie lerne ich das denn? Und auch in der Lage sind, das Wie des Lernens zu reflektieren, um zu gucken für sich selber, weil das so individuell ist, wie lerne ich eigentlich am besten? Was brauche ich, damit ich das, was mich interessiert, wirklich mir sozusagen verinnerliche und wirklich auch erlebe? Also welcher Lerntyp bin ich sozusagen? Wobei ich gedacht hätte, das Stichwort ist eigentlich wirklich interessiert. Also ich habe Sie so verstanden, wenn es mich denn wirklich interessiert, ja, das ist auch meine persönliche Erfahrung, dann ist Lernen, das passiert von selbst, da muss man überhaupt nicht tun. Die anderen Sachen sind das Problem. Ja. Hier noch eine kurze Frage, die hat nicht so viele Likes, aber ehrlicherweise interessiert die mich wahnsinnig. Insofern verzeiht es bitte, liebe Kollegen, und zwar von Claudia Uhl. Passt das Zitat, wer viel lernt, vergisst viel, zusammen mit dem sogenannten Matthäus-Zitat, wer hat dem Wort gegeben? Das heißt, dass Lerninhalte besser behalten werden, wenn sie andocken können. Ja. Ist insofern eine zeitliche Komponente wichtig, das heißt die Zeitspanne, in der viel gelernt wird. Korrekt. Also genau, das Zitat nicht, wer viel lernt, hat viel vergessen, sondern da ist wirklich wichtig, wer schnell viel lernt, hat auch schnell viel vergessen, weil wir sozusagen zu bestimmten Zeitpunkten nur ein gewisses Maß an neuen Informationen wirklich in unser assoziatives Netzwerk integrieren können. Das bedeutet nicht, dass wir das nicht sozusagen bei jedem Tag wieder neu können. Und dann ist es tatsächlich so, wenn ich viel fundiertes Vorwissen zu einem Thema X habe, eine neue Information habe, die daran ankert, dann ist es tatsächlich so, wer hat, dem wird gegeben. Also je mehr ich ankern kann, desto einfacher greife ich das auf. Da geht es mehr darum, wenn ich sozusagen jetzt über mich auf eine Prüfung vorbereite im Medizinstudium und mir Anatomie reinknalle über 3, 4, 5 Tage, das kann ich dann akut am nächsten Tag abrufen. Wenn ich das aber nicht ständig nutze und ständig in meinem Alltag integriert empfinde und wirklich erlebe, werde ich diese Inhalte auch sehr, sehr schnell wieder vergessen haben. Wissen wir alle, wenn wir überlegen, wie viel haben wir eigentlich aus unserer Schulzeit behalten? An dem Faktenwissen wird das sicherlich so sein, dass es viele Dinge gibt, wo wir sagen würden, also den Satz des Pythagoras kriege ich noch hin, wenn ich jetzt die Winkelsätze erzählen müsste, da wird es schon schwammig. Das heißt also, da vergessen wir sehr, sehr viel, weil wir es nicht benutzen.
Und unseren großen Gedächtnisschatz, den wir haben, je größer der ist, desto schneller ankern aber neue, heute für mich bedeutungsrelevante Informationen an. Okay, herzlichen Dank. Da war noch eine Frage im Anschluss, die fragte, was können wir denn tun, wenn die Assoziationen fehlen, um schnell irgendetwas zu lernen? Ehrlicherweise, ich habe in meinem ganzen Leben bisher keine Antwort auf die Frage gefunden. Haben Sie eine? Ja, also da würden, wenn man jetzt diese Frage zum Beispiel Gedächtniskünstlern stellen würde, da gibt es, die haben ja auch bestimmte Methoden, also wir haben ja vorhin diese vielen Wörter gehabt und ich habe behauptet, kein Mensch kann sich das merken. Vielleicht kriegt man dann Ärger, weil jemand sagt, na, ich kriege das hin. Aber die Methode, die dann dahinter steckt, dass Leute sozusagen sehr schnell sehr viel Informationen verarbeiten können, ist beispielsweise, sich dazu Geschichten zu überlegen. Also die starten schon innerlich in, zum Beispiel in einem Haus und wissen, wenn sie reingehen, legen sie zum Beispiel die Nadel in ein Fach bei der Garderobe, gehen weiter und legen dann den Heuhaufen irgendwie ins Wohnzimmer und spinnen sich dazu eine Geschichte. Das heißt, sie bauen sich automatisch Assoziationen. Was wir ja eigentlich sozusagen in unserem Alltag erleben wollen, ist ja das, dass wir es auch wirklich benutzen für Dinge, dass wir sozusagen keinen Wissensspeicher haben, weil als Wissensspeicher ist unser Gehirn einfach nicht die beste Sache da. Nehme ich mir besser das Smartphone, schreibe da was rein oder schreibe mir das auf meine Google-To-Do-List, funktioniert einfach besser. Das, was das Gehirn ja kann, ist aktuell Lebenserfahrungen zu bündeln und daran zu assoziieren, und da hilft nur Erfahrung machen. Also einfach Erfahrung machen und den Filter aufmachen und rausgehen und mit viel Interesse auf die Welt zu steuern. Also Assoziationen sammeln sozusagen einfach draußen. Ne? Jetzt hier ist nochmal eine Frage zur Neurobiologie. Sie hatten erwähnt, dass Alkohol eher schädlich ist. Jetzt gibt es ja noch mehr Drogen, Kaffee, Nikotin. Wie sieht's denn damit aus? Also Kaffee und Nikotin ist so, dass wir dadurch relativ wenig an unserem eigentlichen Dopaminhaushalt schrauben, genauso wie Schokolade jetzt nicht dazu führt, dass wir die Neogenese im Hippocampus kaputt machen. Das heißt also, mit den alltäglichen Drogen, die wir sonst so haben, geht man wenig Risiko ein, dass man die Neogenese wirklich schädigt. Da ist es eher so, schlechte Ernährung wirkt sich tatsächlich darauf aus. Also bestimmte Diäten, die sehr zuckerreich, sehr fetthaltig sind und wenig ausgewogen, das sorgt dafür, dass die neuen Nervenzellen nicht so hergestellt werden, wie wenn wir uns ausgewogen ernähren. Und wenn wir jetzt aber über andere psychoaktive Substanzen reden, die dann in Richtung Kokain und Heroin gehen, das schädigt wieder sehr, sehr heftig das Herstellen neuer Nervenzellen. Also obwohl Kokain, wenn ich Kokain nehme, sozusagen alles voller Dopamin ist in meinem Gehirn, könnte man jetzt ja annehmen, ja, da muss ja ganz viel Lernen stattfinden. Das ist nun nicht so, weil, also das ist vielleicht im ersten Erleben so, sorgt aber letztendlich dafür, dass genau diese neuen Nervenzellen nicht hergestellt werden und deswegen das, was ich unter einem Kokainflash erlebe, nicht besser erinnern kann. Da ist unser Gehirn im Grunde genommen schon physiologisch ziemlich gut austariert. Okay, also Finger weg von den Drogen an dieser Stelle. Wenn man lernen will, ja. Und wenn man lange leben möchte, wahrscheinlich auch. Konstantin Ioannidopoulos hat eine interessante Frage gestellt zur Relation zwischen Lernen und Üben. Er fragt, brauchen wir nicht beides? Muss nicht neu angeeignetes Wissen hinreichend geübt werden, um es zu beherrschen? Musik, Klettern, Mathematik, ohne Üben komme ich nicht weiter. Ohne Verlassen der Komfortzone natürlich auch nicht. Ja. Absolut richtig, das stimmt. Das heißt, es kommt ja immer darauf an, was man erreichen will. Wie ich vorhin erzählt habe, die Anatomieprüfung, wir sprechen landläufig vom Lernen, aber das ist de facto üben, 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 bis das sozusagen ins Innerste gelaufen ist und wirklich zu einem habituellen Abruf, also einfach einem Abrufen, ohne dass ich mich groß konzentrieren muss, wird. Genauso, wenn ich Klavier spiele oder wenn ich Tennis spiele. Das sind Abläufe, die ich so verinnerliche, dass ich da keine kognitiven Ressourcen mehr für brauche. Das hatte ich am Anfang beschrieben, dass wir, wenn wir lernen, brauchen wir alle Hirnressourcen. Da sind wir sozusagen, da ist unser kognitiver Filter auf
volle Lautstärke. Das heißt also, wir nehmen sehr, sehr stark Dinge wahr. Und in dem Moment, wo wir verinnerlicht haben, wie es geht, reduzieren wir und kochen wir die Anzahl an Nervenzellen, die das bewerkstelligt, mehr und mehr ein. Das ist jetzt der Übungsprozess, der sorgt dafür, dass wir Dinge so verinnerlichen, ohne dass wir groß kognitive Ressourcen anstrengen müssen, das abrufen können. Und das machen wir, wenn wir eben beispielsweise uns auf die Anatomieprüfung vorbereiten, wenn wir bestimmte Klaviatur so weit üben, dass wir sie im Schlaf können. Und das sind Übungsprozesse, korrekt. Das Entscheidende ist aber, dass dabei kein Dopamin ausgeschüttet wird. Kennt man vielleicht, wenn man jetzt zum Beispiel Klavier spielt und das schon gut kann, aber irgendwas am Tempo ändern will, weil man noch nicht ganz zufrieden ist und dann nochmal am letzten Moment. Aber das ist dann wieder der Moment, wo ich anfange, über Testen von Hypothesen zu gucken, ob ich mein Verhalten adaptieren kann. Da wird dann auch wieder Dopamin ausgeschüttet und das würde ich als Lernprozess beschreiben. Das ist ein cooler Punkt. Zum Beispiel, wenn man Klavier spielen kann, man setzt sich ans Klavier, um zu entspannen, nicht um einfach irgendetwas Neues zu lernen. Das wäre dann eher das Einarbeiten eines neuen Stückes. Korrekt. Wir laufen langsam aus der Zeit. Ich bräuchte vom Off sozusagen eine Information, wie damit umgehen. Es gehen noch weitere Fragen ein. Wir sind jetzt bei 39. Wir werden nicht alle stellen können. Noch ein, schauen wir mal, wahrscheinlich, ich warte jetzt auf die Info aus dem Off. Aber eine Frage, die geht auf die Ebene des Unternehmens. Silvia Zender-Gellrich fragt, wie ist das denn eigentlich mit dem Lernen von Unternehmen dann? Denn als Unternehmen sind für uns Fehler natürlich ziemlich unangenehm. Wenn wir uns einen großen Flop leisten, dann haben wir alle größere Schwierigkeiten, unser Gehalt den nächsten Monat zu bekommen. Mhm. Das heißt, wir sind vielleicht etwas weniger fehlertolerant. Gleichzeitig gibt es ja auch einfach die Rede vom Lernen der Unternehmen. So verstehen wir uns an dieser Stelle ja auch, dass wir als Unternehmen auch kontinuierlich lernen wollen. Was raten Sie lernenden Unternehmen? Ja, wenn man wirklich innovativ bleiben will und neue Entwicklungen auch vollziehen will, dann glaube ich, ist es sehr, sehr notwendig, dass wir uns darüber unterhalten, wie wir überhaupt den Begriff Fehler definieren. Also beispielsweise, ich glaube, das ist bei Tesla der Fall. Dort gibt es Prämien für Teams, die die Ideen anderer Teams abschießen. Die feiern das, wenn Fehler passieren, wenn sozusagen Irrtümer aufgedeckt werden, weil ihnen bewusst ist, dass wir nur dadurch eigentlich besser werden können. Es ist völlig richtig, dass sich das nicht jedes Unternehmen leisten kann und gerade wenn größere Flops passieren und das dann auch monetär sich auswirkt. Aber wenn ich innovativ bleiben will und wirklich Dinge entwickeln will, dann müssen auch Dinge schiefgehen. Und da muss man im Grunde genommen die Ressourcen so verteilen, dass auch Mitarbeiter sich das trauen. Weil nichts ist, glaube ich, innovationsschädigender als eine Atmosphäre, wo Leute nur das tun, bei dem sie eh wissen, was rauskommt. Ja, ja, genau. Okay, also ich meine, wir versuchen es ja ehrlicherweise hier auch bei uns. Sie sind Teil dieses Experiments übrigens. Also Sie sind sozusagen ja auch Teil des kontinuierlichen Lernens innerhalb dieser Firma. Und ich bekomme hier gerade die Information, also eine richtige Zeitgrenze haben wir nicht. Das ist jetzt irgendwie die Frage, wie lang. Wir haben noch 550 Teilnehmer hier, die zuhören. Und ich würde sonst, wenn Sie erlauben, dann würden wir jetzt noch ein paar Fragen gehen. Vielleicht gehen wir jetzt so bis Viertel nach und ich glaube, dann haben wir Sie wirklich hinreichend belastet. Hier ist noch eine Frage. Was kann man ernährungstechnisch tun, um das Lernen zu unterstützen? Also jetzt, Sie haben schon gesagt, gleichmäßige Ernährung. Manche Leute sprechen ja auch von Omega-3-Fettsäuren oder solchen Sachen. Sollte ich ab jetzt nur noch Fisch essen? Ja. Also ist korrekt, Omega-3-Fettsäuren ist ein guter Stichpunkt, weil in der Tat unser Gehirn diese Fettsäure braucht, um die Hirnphysiologie aufrechtzuerhalten. Da geht es um die Isolation um Nervenfasern herum, die sogenannten Markscheiden. Da müssen bestimmte Lipide hergestellt werden. Und in der Tat brauchen wir vor allem, rät man das dann auch Schwangeren, dass sie diese Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen, weil gerade bei der Entwicklung des Gehirns spielt das eine ganz essentielle Rolle. Aber das gilt im Grunde genommen über das gesamte Leben hinweg. Und deswegen ist der Tipp, ab und an Fisch zu essen, nicht schlecht. Es gibt aber auch andere Lebensmittel, wo diese Omega-3-Fettsäuren drin sind. Und man kann die auch in Form von
von Ernährungsergänzungsmitteln zu sich nehmen. Ganz generell würde ich sagen, ist ein entscheidender Punkt. Unser Gehirn ist ein unglaublich energiezehrendes Organ und kann im Gegensatz zu anderen Organen aber nur Glucose verarbeiten, also puren Zucker. Was aber wichtig ist, dass der sozusagen permanent bereitgestellt wird. Und was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel von der Prüfung Traubenzucker zu mir nehme? Machen ja manche dieses Dextroenergen. Jetzt habe ich sozusagen, meine Tochter hat Abiturprüfung geschrieben und gesagt, Papa, ich habe mir 5 Dextroenergen eingepackt. Das ist keine gute Idee. Weil in dem Moment, wo ich Dextroenergen nehme, wird für etwa eine Viertelstunde, 20 Minuten dieser Traubenzucker aufgelöst. Der Blutzucker steigt. Das Gehirn kann super funktionieren für eine Viertelstunde, weil sozusagen die Glucose-Bereitstellung da ist. Aber wenn das verarbeitet ist, schaltet der Körper relativ schnell in diesen Modus, dass er das Insulin hochschießt, um den Blutzucker abzubauen. Und ich komme relativ schnell in eine Phase, wo weniger Glucose da ist. Es ist also viel, viel sinnvoller, mit langkettigen Kohlenhydraten, wie wir sagen, zu arbeiten. Also Vollkornbrot wird auch vom Körper nach und nach umgesetzt und sorgt dafür, dass wir einen langen Glukosespiegel haben. Das heißt, man kann im Grunde genommen raten, vor Prüfungen den Blutzucker nicht mit Dextro oder Snickers hochzutreiben, sondern besser sich ein Vollkornbrot zu nehmen oder irgendwas, was langkettige Kohlenhydrate hat. Das ist deutlich sinnvoller als Zucker in Reinform zu sich zu nehmen. Danke. Die Kollegen bleiben jetzt hier gerade noch bei dem Essen bzw. bei der Nahrung. Es scheint Pillen zum Hirndoping zu geben, was ich ehrlicherweise bis dato nicht wusste. Aber wenn es das gibt, was passiert bei denen und was zum Kuckuck ist das eigentlich? Also ich habe das ja eben schon gesagt, dass im Grunde genommen unser Gehirn ziemlich gut tariert ist. Ja. Und dass das muss auch so sein. Also alles andere wäre ja schädlich, sich in der Evolution durchzusetzen. Wenn es eine Pille gäbe, die das signifikant verbessert, dann darf man davon ausgehen, dass die schon längst jeder hätte. Und ich bezweifle, dass es das je geben wird. Das mag es geben bei Abweichungen von dieser ohnehin schon optimierten Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Ja, also wir brauchen Dopamin, um zu lernen. Und wir wissen auch, es gibt Krankheitszustände, wo dieses Gleichgewicht von Dopamin aus der Fassung gerät. Also beispielsweise bei Menschen mit Angststörungen oder die depressive Verstimmungen haben. Das ist auch das Riesenproblem bei Depressionen. Weil dieses Dopamin-Ungleichgewicht entstanden ist, sind Menschen weniger gut in der Lage, neue Gedankenmuster aufzubauen, die ich ja bei einer Therapie so dringend brauche. Und hier kann man durchaus durch Veränderung der Hirnbiochemie dazu führen, dass man wieder besser Lernprozesse vollziehen kann. Aber ein gesunder Mensch, da wird es schwierig, dass die Hirnphysiologie so zu verbessern, dass man signifikant besser lernt. Da ist Bewegung, Musik, frische Luft, gute Ernährung, Schlaf, das mit weitem Abstand Beste, was die Herstellung neuer Nervenzellen produzieren kann. Und von daher glaube ich, es gibt viele, die dran forschen, an Pillen, die die Langzeitkonsolidierung verbessern. Ich glaube, bisher kann man das nur zeigen für Fälle, wo ohnehin etwas Pathologisches vorliegt. Danke. Okay, also eher, wenn ich krank bin, aber nicht für Gesunde. Gesunde schicken Sie einfach auf den Trimm-Dich-Pfad und genau. Nicht das Fastfood, in Ordnung, das ist eine klare Aussage. Jetzt ist hier noch eine praktische Frage, die ich ganz gerne dann hier stellen möchte, weil die wahrscheinlich wirklich viele Covid-Hilfslehrer gerade massiv bewegt. Gibt es einen Neurotrick, auch das Üben positiv zu besetzen? Also ich muss meine Kinder was üben lassen, was sie überhaupt nicht mögen. Mhm. Was kann ich tun? Ja, ich glaube, da wäre man dann, da würde ich wieder mit Montessori antworten, mit diesem Flow-Phänomen. Wenn ich mich selbstwirksam erlebe, dann sind das einfach erfüllende Momente. Und es kann durchaus auch, ich werde oft gefragt, wie motiviert man denn Menschen? Und ich versuche darauf immer so zu antworten, das geht nicht. Man kann keinen Menschen motivieren. Das geht per se nicht. Ich kann maximal jemanden inspirieren oder die Motivation eines Menschen irgendwie taxieren. Aber die Motivation muss
intrinsisch sein. Also es gibt keine extrinsischen Motivatoren. Man sagt ja so, Gehalt ist ein extrinsischer Motivator. Der funktioniert ja nur dann, wenn ich auch ein internes, inneres Interesse daran habe, mehr Geld zu verdienen. Wenn das nicht gegeben ist, kann ich extern nicht motivieren. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch bei Kindern. Wenn irgendwann einfach die innere Lust nicht mehr da ist, sich mit etwas auseinanderzusetzen, da kann man als Lehrer oder Eltern Kopfstand machen. Ich sehe das gerade an meiner Tochter, die auch jetzt in dem Homeschooling ist eigentlich eine super wissbegierige, sehr motivierte, sehr selbstorganisierte und selbstzentrierte Schülerin gewesen. Nach 4 Monaten alleine hier zu Hause lernen, ist einfach jedwede innere Motivation und Antrieb verpufft. Und da können sich meine Frau und ich hier mit dem Handstand ins Zimmer stellen. Die Motivation ist einfach nicht da. In dem Moment, wo jetzt die Schule wieder offen ist, sofort ist die Motivation wieder da, das Lust auf Lernen. Und was dann angeboten wird, ist fast egal. Das heißt, also, es hat wirklich ganz, ganz viel mit dem inneren Feuer zu tun, was da entfacht wird. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Lernen wird immer individueller. Wir müssen einfach verstehen, dass nicht jeder alles wissen will, was wir denken, was vielleicht wichtig wäre. Und am besten lernt es sich, wenn ich individuell entscheide, das möchte ich wissen. In dem Zusammenhang hat Andreas Seher noch eine spannende Frage gestellt. Braucht man zum Lernen die richtige Gruppe, um den richtigen Lernerfolg zu haben? In der Schule arbeiten Sie jetzt ja einfach in Gruppen, aber ich meine, jeder von uns, der mal zur Schule gegangen ist, weiß, die kann auch ganz schön ablenken, diese Gruppe. Was ist denn da das Optimum? Absolut. Ja, das ist eine tolle Frage. Und da würde ich sagen, auf jeden Fall ja. Also per se würde ich sagen, ist in Gruppen zu lernen, in Teilen zumindest, immer von Vorteil. Wir wissen, dass in Gruppenlernen für bestimmte Dinge Riesenvorteile hat. Für manche andere ist es auch etwas, was ein bisschen Zeit kosten kann. Also auch da gilt wieder Abwechslung. Und aber natürlich ist es so, wenn eine Gruppe einfach sich selber gut bestärkt, sich selber gut Feedback gibt, sozusagen sich wirklich beim Lernprozess hilft und vielleicht auch die Metakompetenzen vermittelt bekommt, wie das funktioniert in einer Gruppe, dann kann das eine super Triebfeder sein. Wenn ich da Leute habe, deren Motivation aber gerade gar nicht ist, in der Gruppe sich mit dem Thema Französische Revolution auseinanderzusetzen, sondern 4 von 5 gerade daran basteln, ihr Insta-Profil aufzubügeln, dann in der Tat wird mir die Gruppe natürlich nicht viel bringen. Ich linke jetzt noch eine letzte Frage und dann, also herzlichen Dank für Ihre Geduld dazu. Hier kam noch mal eine, die, glaube ich, auch in Ihrem Vortrag adressiert wurde. Welche Bedeutung hat das limbische System, also die Amygdala und so weiter, für die Motivation im Lernprozess? Übrigens gestellt von Jens Happel, also entweder einem Verwandten von Ihnen oder einem Namensvetter hier bei uns. Ich glaube, einem Namensvetter. Ja, sehr gute Frage. Wir hatten vorhin das Dopamin angesprochen und ich hatte auch schon gesagt, dass man das dem Belohnungssystem zurechnet. Der Begriff ist so ein bisschen schwierig, weil es eigentlich nicht nur für Belohnung da ist, sondern mehr so dieses Fehlersuchsystem ist. Aber es wird dem limbischen System zugerechnet. Und das ist sozusagen das, was wir im Inneren erleben, als sehr, sehr positiv erleben. Es gibt auch noch das Serotonin-System, was auch zum limbischen System dazugehört. Und was so ein bisschen diese Zufriedenheit nach dem Lernprozess, also wenn wir uns aktiv mit etwas auseinandergesetzt haben und abends dann erschöpft im Sessel sitzen, aber das Gefühl haben, ach, das war heute total produktiv, dann ist es nicht das Dopamin, sondern das Serotonin, was uns so zufrieden macht. Und weil die Amygdala angesprochen wurde, der sogenannte Mandelkern, das ist im Grunde genommen unser Furchtzentrum, wenn man so will. Also wenn die Amygdala aktiviert wird, dann werden Stresshormone ausgeschüttet, dann ist sozusagen Alarm angesagt. Und Sie können sich ja an die Maus erinnern, die in dieser Box saß und sozusagen von den über diese Hürde gehüpft ist, wenn ein bestimmter Ton kam. Das macht die auch nur, weil wir da so einen, wie wir Neurobiologen sagen, leichten Fußreiz applizieren, der im ersten Moment des Erlebens natürlich eher unangenehm ist. Und man kann schon sehen, weil man ja oft sagt, ja, also wenn man Druck macht und Angst macht, da lernt es sich nicht. Das stimmt nicht ganz. Das ist schon so, wenn zu viel Angst da ist, wenn die Amygdala, dieses Furchtzentrum, zu stark aktiv ist, kann das Lernen tatsächlich blockieren. Also dann gehen
und das gilt sozusagen für Mäuse wie für Menschen, dann gehen wir in so ein reaktives Verhaltensmuster. Wir sprechen dann auch von sogenannter Learned Helplessness. Und das sorgt sozusagen einfach die Balance zwischen Stresshormonen und Dopamin. Das muss sich die Waage halten. Aber so ein bisschen Aktivierung auch der Amygdala sorgt zumindest dafür, dass wir sehr aufmerksam sind. Und ja, das ist so ein bisschen, wie Tucholsky ja schon sagte, Zuckerbrot und Peitsche. Also es ist tatsächlich so. Es ist, die Balance ist wichtig, aber Emotionen sind beim Lernen einfach essentiell. Ja, also nur wenn wir uns emotional mit einem Thema beschäftigen, lernen wir auch. Man muss aber schon sagen, so die, ich lerne, um eine schlechte Note zu umgehen, oder ich lerne, damit ich mit guten Noten meine Eltern zufrieden mache. Das sind andere Mechanismen, die uns weniger gut in diesen Lernprozess reinziehen, als wenn ich einfach wirklich ein intrinsisches Interesse an etwas habe. Und dann spielt die Amygdala da auch eigentlich keine große Rolle, weil das ist inneres positives Erleben, was auch durchs limbische System aber eben dann gesteuert wird. Herzlichen Dank. Ich denke, das war wirklich ein super Schlusswort, Herr Happel. Und liebe Kollegen, bitte verzeiht mir, aber wir müssen unsere Referenten auch einfach ein Stück weit schützen. Also wir können sie jetzt nicht ausquetschen bis zum Schluss. Ich merke, Herr Happel wird ganz langsam heiser, das hört man der Stimme an. Ich würde deswegen jetzt keine weiteren Fragen stellen wollen, sondern würde einfach hier das Team um das Kolloquium bitten, dass wir irgendwie die Fragen auch zugänglich machen können, dass wir dann versuchen, sie auf Curios zum Beispiel zu beantworten. Wir sehen ja, es ist ein massives Interesse da, auch daran, wie ich richtig lerne, und wir sollten versuchen, diese Fragen eben auch entsprechend zu beantworten. So, damit kommen wir jetzt wirklich zum Schluss der Veranstaltung. Herr Happel, noch einmal ganz herzlichen Dank für diesen super inspirierenden Vortrag, Ihre unendliche Geduld bei dem Beantworten der Fragen über die Zukunft des Lernens. Wir werden jetzt etwas, ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen, wenn es vor mir ist. Wir werden jetzt etwas auf den Postweg schicken. Oh. Das erlaubt es Ihnen. Zusammen. Jetzt haben Sie mich, jetzt war ich zwischendurch raus, aber jetzt sind wir wieder drin. Also, in diesem Zusammenhang nochmal, wie gesagt, ganz herzlichen Dank. Genauso gut übrigens ganz herzlichen Dank allen Fragestellern. Das war wirklich eine klasse Diskussion, die hier einfach stattgefunden hat. Nochmal Entschuldigung bei denen, deren Frage jetzt nicht hier ist, einfach durchgeschafft hat. Ich habe wirklich versucht, hier im Hirnsplitting einfach beides gleichzeitig zu bearbeiten, ihm zuzuhören und die nächste Frage auszuwählen. Also ansonsten blame on me. Schickt mir einfach eine E-Mail, dass das nächste Mal besser gemacht werden sollte. Damit hoffe ich, dass Ihnen, den Zuhörern, diese Veranstaltung etwas gebracht hat. Ich hoffe, Herr Happel, Sie haben vielleicht auch etwas mitgenommen, einfach aus den Fragen, die hier von den Gästen und den Kollegen kamen. Und damit bleibt mir jetzt nur noch, Ihnen das nächste Kolloquium anzukündigen. Und zwar findet es am Dienstag, dem 4. Mai statt. Dann wird Professor Markus Reichstein, Direktor am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena, zum Thema referieren: Der Klimawandel im Erdsystem. Was wissen wir? Was können wir tun? Nähere Informationen und das Anmelde-Link dazu kommen über die gleichen Kanäle wie das heutige Kolloquium. Ihr Moderator und Gastgeber wird dann Michael Kempe sein, weil wir uns immer zwischen Jena und Oberkochen abwechseln. Damit nochmal ganz herzlichen Dank an alle. Dieses Kolloquium endet jetzt. Auf Wiedersehen, einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.